Jugendschnee, es gibt ein neues Produkt bei mir im Shop, beziehungsweise zwei Produkte. Eins können wir jetzt schon sehen, das ist der Getter-My-Level Jogginganzug. Boah, schwarz auf schwarz, weiß auf weiß, Bruder. Sieht übelst fresh aus, wie ich finde. Aber auch mit dem allseits begehrten und heiß herbeigesehenen LED-Schild, das gibt es nämlich auch noch dann im Shop. Einfach die Mail hinterlegen und die Mail, die ihr bekommt, dann bestätigen. Kriegt ihr ein Passwort zugesendet und mit diesem Passwort könnt ihr dann Samstag ganz exklusiv auf meiner Seite shoppen. Gehstift für Wärme, gerne auschecken. Mega fresh. Gehstift für Wärme. Dann gehen wir direkt nochmal in das Video rein, das habe ich mir auch aufgehoben. Wie sehr gebrochen bist du? Jetzt sterbe ich bestimmt. Jetzt geht das Licht aus, jetzt sterbe ich. Jetzt muss ich Intro machen. Oder du fangst hier, wir zocken im Mond aus. Ich bin tot. Viel Spaß mit dem Video. Digga! Wie das Headset da auf 8:30 hängt, Alter. Huch. Heya BVB! Heya BVB! Was läuft, was läuft? Willkommen zum nächsten Video. Aus der Lost. Ach, dann wäre ich aber nicht gequittet, Digga. Was? Guck die Brüste. Guck mal, wie ich die bewege. Ist das auch GTA? Seit wann gibt's so ein Modpack? Bei mir ist auch, also bei mir ist noch, Digga, Crowley, also wirklich, du bist so ein Digga. Scheiß auf der Ende, ganz ehrlich, du hast kein Leben, Wallabila, du hast kein Leben, Digga. Bruder, wer hat denn das jetzt gemacht? Crowley, du auch, Alter? Was soll denn die Scheiße, Digga, das kenne ich ja noch gar nicht, Mann. Mit der Popelbremse da in der Fresse. Let me take a selfie. Ja, Digga, scheiß drauf, Mann. Ja, okay, ey, Digga. Aber ich sag ehrlich, auf Wallabila, das sieht gar nicht schlecht aus, oder? Sag ehrlich, das sieht schick aus. Das sieht doch schick aus, das Bild. Vertrau mal drauf, bald werde ich solche Zähne haben, Digga. Ah, okay, ey, man kann's auch wirklich übertreiben. Bruder, die würde ich nicht mal f***en, Alter. Digga, was hat denn der da alles gemacht, Junge? Das fühle ich, Digga. Den Vollbart finde ich geil. Das, weißt du, Bruder. Selfie. Gut. Gut. Ach, Digga. Was soll denn die Scheiße, Junge? Ich sehe aus wie einer aus der Penny-Doku, Mann. Der mit einem Bierchen in der Hand und erzählt, dass er 30 Jahre Alkoholiker ist, Alter. Ja, und ich werde wirklich irgendwann mal so aussehen, der ist einfach nur traurig, Mann. Ach, ich kenne die, viele Bilder kenne ich davon gar noch gar nicht. Bruder, wer hat denn das gemacht? Was soll das denn, Digga? Ja, okay, das fühle ich, also mit dem Bart fühle ich. Das ist auch, Digga. Jawohl, das ist mein Account, Chat. Das ist mein Account. Oh, so ein Fein. Hat Sascha eine Goldkette um? Seit wann trägt Sascha denn eine Kette, Digga? Tschüss, das waren nicht meine Mates. Was? Sniper auf 160, Sniper auf 160. Und keine Receipts. Aua! Was willst du essen? Burger King. Gibt's hier einen? Hol ich was? Gibt's einen? Hier gibt's einen. Burger King! Jetzt neu! Zu deinem Knossi-Barbecue-Menü! Die originale Knossi. Jetzt bei Burger King. Hä? Burger King. Mach dein King. Naja. Amorant verdient damit Millionen. Ah, ich muss ehrlich sagen, es ist immer das Gleiche, Digga. Man hat so Bock auf McDonald's und Burger King. Man hat so einen richtigen Heißhunger, man weiß, es geht schnell. Aber ist man, also ich persönlich, wie soll ich es erklären? Du hast Bock, du willst dahin, du holst es dir, du isst es, danach fühlst du dich wie ein Stück Scheiße, Digga, und du bist enttäuscht. Liebes Burger King Team, so könnte Ihre Werbung aussehen, wenn es ein Placement gibt, auf das alle schon seit Jahren warten. Nämlich der König des Internets als Burger King. Wie alt bin ich? Keine Ahnung, 35? Okay. 35! Richtig! Krass, woher wusstest du das? So. Oh nein! Ich hab mich voll mit Schoko bekleckert. Oh nein! Ich
Ich habe mich voll mit Schoko bekleckert. Yo. Ich habe gerade den Stream gestartet. Ich bin komplett voller Schoko. Ich habe den an die Kante vom... Ich bin voll mit Schoki. Wenn Tanzverbot nach langem mal wieder das Haus verlässt. Oh, ich muss hier durch. Mann, ich bin viel zu dick. Ich hoffe, ich passe da durch. Oh, ich hab's. Okay, alles klar. Schönen Abend noch. Schönen Abend noch. Ich wünsche einen schönen Abend. Ja. Oh, oh. Okay, ich bin ein netter Mensch. Ich mach Platz. Hat die mich gerade 2,5 Sekunden angeguckt? Hey, I remember syrup sandwiches and crumb allowances. Die Menschen können sich auch in echt miteinander unterhalten. Die sind gar nicht auf Discord. I don't understand. Einen schönen Abend wünsche ich Ihnen. Dankeschön. Bist du bereit? Das kenne ich, das Ding. Vom Titanic. Ich bin Leonardo DiCaprio. I'm under the water. Verdammte Kacke mit deinem Romantik-Scheiß. Sascha. Bruder, wir müssen auch mal wieder in Vollgas reingehen, wenn ich das gerade sehe, Mann. Sascha! Bring mich hoch! Lass mich fliegen! Oh, das kann ich noch. Wenn ich gewinne. Langsam ins Eng! Okay, Jungs, das ist meine letzte Runde gewesen. Scheiß auf Ruhe, du hast Glückwunsch. Sascha ist voll braun von seinem Urlaub auf den Malediven, ne? Die Bräune steht ihm voll gut, Digga. Wieder 3 Runden weg, ne? Ja, Leute, ey. Direkt kaputt, Mann! Ey. Digga, er sitzt da einfach mit dem Lenkrad. Nee, Mann! Also, Chat, nochmal, ja? Großes P, großes S, große 5. Große 5, gibt's doch gar nicht. Ich glaube, wir packen. Hab den. Super. Hab ich mal angefinished. Angefinished? Ja, also. Komischer Begriff. Ja, stimmt. Glaube ich auch nicht der offizielle. Oh, der riecht so schön neu. Oh. Gefällt euch das? Bats auf die Waage machen, Paramid, hey, Großunternehmer. Ey, Crowley, das nimmt Ausmaße an, Digga, das finde ich nicht in Ordnung. Digga, was soll das? Warum geht diese. Wir arbeiten Bilder überall von mir rum, Junge. Wieso wie Bill geht? Ich glaube, das ist einfach nur, weißt du, verarsche, glaube ich. Die legen doch keine Handynummer bei. Der billige Tafelessig, den liebe ich. Nein, du trinkst jetzt Tornado machen nicht. Jetzt. Nein. Komm, geh weg. Nein, das trinkst du jetzt nicht. Der kotzt doch nachher. Entzünde die Tornado. Die Tornado. Die Tornado. Kann man denn Essig trinken? Ich finde Essig mit das Widerwärtigste, was es gibt, auch vom Geruch. Agatha hat immer mit Essigreiniger meine Sachen sauber gemacht. Also ein paar Sachen in Essig eingelegt. Ey, da habe ich 2-3 Mal so eine Ansage gedrückt, weil die ganze Scheißbude nach Essig gestunken hat. Ich finde so was, dieser Essiggeruch, dieser brennende Essiggeruch, ist wirklich die letzte Pisse, die du dir vorstellen kannst. Und der Typ da trinkt die Scheiße. Was ist mit dem verkehrt, Alter? Ja, du bist nicht ganz sauber. Oh, das klingt. Also ich sag euch ganz ehrlich, ne? Also Knossi hat in dem Fall meinen Respekt, weder positiv noch negativ. Aber Bruder, du musst dir vorstellen, fremde Menschen schicken dir Flüssigkeiten und man trinkt. Ich würde niemals Lebensmittel und Getränke, die mir Zuschauer, die ich nicht kenne, schenken, essen oder trinken, Bruder. Niemals. Ja, und ich sag euch, ich weiß es natürlich vom Herzen zu schätzen,
Mir haben so viele Leute auf der, also natürlich habe ich auch schon mal was getrunken, so ist nicht, aber mir haben schon so viele Leute Lipton-Eistee, Monster Energy und so geschenkt auf Fantreffen, aber ich habe immer ehrlich gesagt, sei mir nicht sauer, aber ich kann das nicht so. Ich würde die jetzt beiseite stellen und dann würde ich sie nicht trinken, weil da muss so, und wenn mir jemand was zu trinken gibt, dann muss so ein gewisses Vertrauensverhältnis irgendwie sein, weißt du? Undankbar, ja, ja, klar. Ich hätte einfach viel zu viel Angst, dass mir da jemand ein paar Dünnpfiff-Tropfen reingemacht hat. Ich habe ja prinzipiell schon ein Problem damit. Sagen wir es mal so, ich hätte ja schon prinzipiell ein Problem mit, ich gehe mit Holger gehe ich irgendwo was essen und Holger bringt einen Kollegen mit und wir bestellen uns nur eine Cola aus der Dose. Ich würde sie Holger geben, Holger wird einen Schluck daraus trinken, ich werde auch einen Schluck daraus trinken, weil Holger kenne ich schon Ewigkeiten. Der andere, den ich heute das erste Mal kennengelernt habe, würde daraus trinken, ich würde das Ding nicht mehr anfassen. Nicht mehr anfassen, Digga. Ich würde daraus nicht trinken. Es ist Deo, scheiße. Ach, wenn ich dich meine Oma sehe. What is that? Wird niemals mein Getränk teilen. Also mit Leuten, mit denen man wirklich vertraut, Digga, und die man lange kennt, da schon. Aber mit Leuten, die man nur so flüchtig kennt, würde ich auch nie Getränk teilen. You drive fast? Oh my god. Yeah. Where are you from? I'm from Germany, bro. Ey, Junge! Nice! Soll man das nicht raushört, Digga? Schieß nicht auf mein Pferd. Ich weiß auch nicht, wieso ich nicht... Hättest du mal geschrieben, Mann. Das ist doch Scheiße von dir. Ey! Ach, ich hab doch übel geschrien. Hör doch auf, den Pferd zu erschießen. So, ab hier geht's zu Fuß weiter. Hat eh keine Ausdauer mehr. What if you had it? Fühl dich nicht, Digga. Lapis Lazuli. Ist das richtig jetzt? Lapis Lazuli. Ist doch der, so wie es da geschrieben ist. Tuli, Lapis Lazuli. Wie soll man das denn auch aussprechen, Digga? Was ist denn das für eine Scheiße? Lapis Lazuli. Das ist ja nur ein Zungensprecher, Verbrecher. Lapis Lazuli. Erfolgt meinem Kanal seit dem 5.3.2000. Damn, boy! Was macht meine Leiche da? Seht ihr das? Ja, ja. Bewegt sich meine Leiche bei euch? Ich hab noch deinen ganzen Blut. Ich könnte schwören, meine Leiche f*** den Boden. Cruising auf P4, aber noch auf Sound. Hä? Wie schiebt's denn bei Harmony bitte? Hä? Chat, was war das? Der Typ hat da auch ein Disconnect, oder? Wir haben eine Zeitstrafe erhalten. Was? Was? Ey! Warum ist das Spiel so gehypt momentan? Mal ein Monat nicht mehr Formel 1, Dicker! Skorpion, Prostitution, Wühlmaus Nase. Ich weiß nicht genau. Wühlmaus, Knopf, Augen, lange Nase. Wer könnte das sein, Mann? Keine Frage. Es ist Marcel Skorpion, Prostitution.